Ein schönes Hallo, hier ist euer Charles vom Server Phoenix. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr am schnellsten Sammlerstücke für den Sammler macht. Das heißt, umzutauschen für blaue und rote Scheine im Rowenas Haus der Wunder. Das heißt, wir brauchen für den Gärtner Kohlkraut und Mörchel und für den Minenarbeiter Admantium, Erz und Kubrit. Ganz wichtig, wir brauchen 600 SP, ohne dem funktioniert es nicht. Und Sammelgeschick habe ich 620, Wahrnehmung 621. Ich gehe mal schnell drüber. Ihr könnt dann stoppen und gucken, welche Materie ich drinnen habe. Ganz wichtig auch, bevor wir jetzt gleich losfliegen, wir müssen um 9 Uhr im Hochland von Querta sein. Wichtig, aktiviert gleich Sammelgespür und die Flurenthüllung. Somit könnt ihr das auf keinen Fall vergessen. Ein bisschen falsch, macht nichts, dann nochmal ins westliche Hochland. Wir haben genug Zeit, wichtig ist, dass wir um 9 Uhr dort sind. Ihr könnt in meinen Listen entnehmen die Zeiten und die Positionen und ebenso die Slots, wo ihr die Gegenstände findet. Ganz wichtig auch natürlich, dass ihr in den Gebieten, in denen ihr sammelt, fliegen könnt. Ohne Fliegen wird es nicht funktionieren. Wir starten also jetzt, wenn ihr auf der Karte guckt, hier links oben, hier wo Travanisches Vorland steht, hier der rote Punkt ist, hier müssen wir hin. Wir haben ja auch hier meistens einen Fade, somit ist es leicht zu finden. Manche gehen auch direkt ins Travanische Vorland und kommen von hier raus. Aber ich nehme halt über diesen Weg. Wie schon gesagt, ganz wichtig ist, dass ihr alles aktiviert habt. Sammelgespür und diese Flurenthüllung. Welche Befehle benötigen wir jetzt? Im Grunde brauchen wir nur 4 Stück. Das ist Kennerblick, spontane Begutachtung, fachkundige Begutachtung und 5 Sinne. Den Ablauf zeige ich euch jetzt ganz genau. Wichtig ist auch, stellt euch um eure Uhr, euren Timer auf Eroseer-Zeit, nicht auf Server- oder Ortszeit. So, hier schon die Stelle. Hier markant hier vor den Fels auf der linken Seite hier hinein. Wichtig ist auch hier keine Gegner ziehen oder so. Einfach schön hineinfliegen. Ihr seht auch hier schon andere Sammler. Ganz wichtig, da wir jetzt die Flurenthüllung aktiviert haben, sehen wir dann auf unserer Minikarte, wo die Node auftaucht. Also hier 9.01 Uhr beobachten, wo die Node auftaucht. Oder ihr lauft einfach allen nach. Ist auch eine Möglichkeit. So, hier ist die Node aufgetaucht. Jetzt ganz wichtig. Slot Nummer 6. 3, 4, 5, 6. Wichtig, mit einem Schlag öffnen. Hier seht ihr auch oben die Sammlerstücke. Leuchtet auf. Noch einmal draufklicken. Jetzt kommt dieses Menü und jetzt Kennerblick. Sind 200 SP. Spontane Begutachtung. Einen erneuten Kennerblick. Nochmal spontane Gutachtung. Einen Kennerblick, eine fachkundige Begutachtung. Wenn ihr alles richtig gemacht habt, müsstet ihr mehr Sammlerwert als 470 haben, der benötigt ist. Jetzt klickt ihr auf Sammeln. 490, wunderbar. Und erneut Sammeln. 491, sehr gut. Ihr könnt auch, wenn ihr euch nicht sicher seid, im Timer nachlesen. Und der Rowenas Haus der Wunder. Minimaler Sammlerwert 470. Wie geht's jetzt weiter? Ihr seht, ich habe sie in meinen Kurzmenüs liegen. Gleich zum Minenarbeiter wechseln. Der tellurische und Sammelgespür aktivieren. Und ganz wichtig, weil wir brauchen 600 SP.
den Kräutertank aktivieren. Jetzt geht's weiter in Azyzla. Azyzla, unser nächster Sammelpunkt, ist um 11 Uhr. Das heißt, ihr seht, ihr habt doch genug Zeit. Es ist erst 9.30 Uhr. Wir müssen zur Position hier links, hier in der Mitte, in diesem Quadranten hier. Ganz leicht zu merken, beim Meteoriten hochfliegen. Und hier oben, was ihr hier seht, hier müssen wir hin. Ich fliege schon mal hin und wir sehen uns in wenigen Augenblicken wieder. So, hier sind wir wieder, wie ihr seht. Wir waren natürlich rechtzeitig hier, so circa gegen 10 Uhr. Es ist jetzt 10.47 Uhr. Um 11 Uhr wird die Not auftauchen. Ganz wichtig, vergesst nicht, die Tolösche Enthüllung und Sammelgespür aktiviert zu haben. Unseren Kräutertank haben wir vorgenommen und somit haben wir jetzt eben wieder über 600 SP. Ihr seht auch hier relativ viel los. Adamantium wird sehr begehrt, nicht nur als Sammelstücke, sondern auch ganz normal fürs Marketboard. Die Crafter brauchen davon Unmengen. Das weiß ich wohl am besten. Wieder jetzt auf die Minikarte gucken. Um 11.01 Uhr wird die Not auftauchen. Ganz wichtig, guckt, dass ihr Korallpfoten bei der Hand habt. So wie hier jetzt. Und einer hat es natürlich schon wieder mal vergessen. Der Gegner ist sofort auf ihn losgegangen. In welchem Slot befindet sich Adamantium jetzt? Auch in Slot 6. Somit leicht zu merken, Kohlgrad, Adamantium jetzt, beides in Slot 6. Anklicken. Wieder. Sechste Not. Einmal aufschlagen. Sechster Slot. Nochmal klicken und dieselbe Rotation, dieselbe Rotation. Kennerblick. Spontane Begutachtung. Kennerblick. Spontane Begutachtung. Kennerblick. Fachkundige Begutachtung. Somit haben wir wieder einen Wert von über 470 und zweimal sammeln. Sehr schön, sehr gut. Jetzt ganz wichtig, sofort nach Frohnhalde teleporten, keine Zeit verlieren. Unser nächstes Sammelstück, nächste Sammelstelle ist schon um 12 Uhr. Das heißt, es muss jetzt relativ schnell gehen. Wichtig, dass wir die DD sehen, nicht abbauen, bevor wir unsere 600 Sammelpunkte haben. Ladezeit wieder länger. Ihr seht, da läuft die Zeit mit. Aber es sollte sich nochmal wunderbar ausgehen. Was machen wir? Wir laufen natürlich zum Transporteur, zum Abenteurer, sofort ins Travanische Hinterland. Wichtig, unsere nächste Position ist auf 1437. Somit Gärtner aktivieren, gleich wieder unsere zwei Kommandos plus unser Tank, hier natürlich auch fliegend und los geht's. Ihr seht, Zeit ist relativ knapp, 12 Uhr Realisierzeit. Wichtig, ihr müsst 600 Sammelpunkte haben, bevor ihr sammelt. Was sammeln wir jetzt? Jetzt gucken wir nach. Wir brauchen... Mörchel. Und ihr seht auch jetzt auf der Karte, wird jetzt die Sammelstelle auftauchen. Hier ganz wichtig für uns, es ist in Slot Nummer 7. Bitte vergesst nicht, unten auf eure Sammelpunkte zu gucken, 600 Minimum. Und
Und ihr seht, jetzt nicht gleich draufhauen, warten. Ihr habt genug Zeit. 12.14 Uhr. Warten, bis ihr 600 habt. So, 5,91 sind wir noch zweimal. Und Slot Nummer 7. 601 und los geht's. Slot Nummer 7 mit einem Schlag öffnen. Nochmal draufklicken. Und ihr könnt dieselbe Rotation verwenden. Es gibt welche, die verwenden eine andere. Aber in dem Fall, ihr könnt eh nur zwei Stück sammeln. Macht diese Rotation natürlich auch Sinn. Und eine fachkundige Begutachtung. Und einmal sammeln. Ja, mit 490, sehr gut. Und zweimal sammeln. Oi, das ist leider nichts gewonnen. Ihr wisst, ihr habt nur 96% gehabt. Jetzt bleiben wir gleich hier. Um 14 Uhr geht es weiter. Und zwar auf 32.30 Uhr. Und da sehen wir uns gleich wieder. So, wie ihr seht, ich bin auf X33, Y31 angekommen. Wie auch bemerkt, wir haben erst 300 Sammelpunkte, somit einmal einen Kräutertrank. Wir haben wieder 606 in dem Fall, weil ich hier auf der Nebenhand 4 SP mehr drin habe. Wie ihr seht, auch schon wieder einige Leute hier. Am besten ist wieder fliegend, nur nicht vergessen, ihr könnt nicht aktivieren, während ihr fliegt, und auch nicht deaktivieren. Was wir jetzt sammeln, ist der Cupid. Der befindet sich in Slot Nummer 2. Das könnt ihr auch in meiner Liste nachschlagen. Wie ihr hier seht, hier sind auch einige Gegner unterwegs. Das heißt, aufpassen, bevor ihr landet. Hier ist auch ein Fate. Ihr seht hier wieder Uhrzeit, 14 Uhr, Erosea-Zeit, Cupid. Ihr seht, hier haben wir ein paar Gegner, das heißt, wir landen dahinter. Kröllpfoten aktiviert. Wie gesagt, ihr habt keinen Stress. Die Note ist für eine Erosea-Stunde offen, jedoch wenn ihr nicht fertig seid in dieser Zeit, verschwindet sie auch wieder. Wir haben jetzt Cupid in Slot Nummer 2, das heißt, wieder öffnen mit einem Schlag. Nochmal draufklicken und ihr seht, dasselbe wieder. Keiner Blick, sind 200 SP weniger. Einmal spontane Begutachtung. Nochmal Kennerblick, keinen Bock bekommen. Noch einmal spontane Begutachtung. Und noch 200. Leider nicht gebrockt. Nochmal Kennerblick. Einmal fachkundige Begutachtung. Und zweimal sammeln. Jawohl, das war's. Sehr gut. Ich zeige euch noch, wo ihr die einlösen könnt, sollte jemand nicht wissen. Ich bevorzuge Modona, denn die Ladezeiten in Modona sind geringer als in Frohnhalde im Moment. So, das heißt, wir laufen nur den Berg hoch. Zu unserer Sammlerstücke-Händlerin. Da ich meine roten Sammelstücke für diese Woche schon gegappt habe, kann ich im Moment nur die blauen abgeben. Cupid heute mit Stern, somit 72. Einmal. Zweimal. Und ebenso für den Mörchel. So, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen weitergeholfen. Sollten Fragen sein,
entweder hier kommentieren oder findet auch Kontakt in den ganzen Dokumenten von mir. Und somit bis zum nächsten Mal, euer Charles Simmerer.